Herzlich willkommen zum Q&A zu meinem Film über Angstorte, der, glaube ich, letzte richtige Y-Kollektiv-Funkfilm. Am Anfang zu den Likes und Dislikes. Der Film kam ja am Montag raus. Am Mittwochmorgen gab es 2316 Likes und 791 Dislikes, also am 12. Juli um 10.25 Uhr. Ein nicht sehr gutes Like-Dislike-Verhältnis und darauf kommen wir jetzt auch zu sprechen. Anhand der Kommentare, weil es gab sehr viel Kritik und deswegen müssen wir über ein paar Sachen auf jeden Fall auch sprechen. Und wir legen mal los mit Gieses Panzer. Schreibt, ich verstehe deinen Gedanken am Ende, man kann es aber, denke ich, ganz gut mit einem Wort, nämlich Whataboutism, beschreiben. Also kurz gesagt, nur weil woanders das Problem größer ist, macht es unser Problem ja nicht weg. Kurz, sehr spannendes Thema. Danke für die konstruktive Art, deine Kritik zu verpacken. Das ist immer sehr schön, sowas zu lesen. Gemeint ist der Moment, wo ich am Ende von dem einen krasseren Vorfall spreche, den ich in Kolumbien erlebt habe, wo ich auf dem Rückweg von so einer Gondel in die Stadt sind zwei Leute auf dem Moped angehalten und naja, so einem fetten Messer mich hier so und naja, Portemonnaie ausgeraubt. Die Sache ist, ja, nur weil woanders was Schlimmes passiert, macht es die Sachen hier nicht besser. Das verstehe ich total. Warum ist diese Szene drin, wo ich das auch so offen reflektiere? Weil wir beim Y-Kollektiv ja nicht uns so objektiv allwissend hinstellen wollen und schon immer am Ende von unserer Erkenntnis sind, sondern ich diesen Gedankengang quasi transparent machen wollte. Selber mit der Erkenntnis, die mache ich ja, glaube ich, am Ende selber von meinem Text, den ich, also von, ne, was ich da erzähle, da sage ich ja selber, dass es nicht bedeutet, dass das, was Sophia da erlebt, deswegen nicht so schlimm ist. Also ich sage das ja selber sogar schon. Nur ich wollte diesen Gedankengang transparent machen, weil, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen dieses Gefühl auch irgendwie haben und sagen, naja, es ist doch hier total sicher und was habt euch mal nicht so. Und ich kann mich natürlich jetzt so allwissend hinstellen und irgendwie sagen, das ist doof, so zu denken. Aber ich finde es irgendwie cool, wenn wir als Reporter, Reporterin halt irgendwie auch solche Gedankengänge transparent machen. Und ich bin nun mal halt auch ein Mann und habe deswegen vielleicht weniger Angst als zum Beispiel Frauen in der Öffentlichkeit und sage das dann eben auch ehrlich. So. Und trotzdem stimme ich dir zu, ja, es ist ein Stück weit Whataboutism, aber ich wollte es irgendwie diesen Gedankengang einfach transparent machen. Und ja. Von daher irgendwie Zustimmung und gleichzeitig ja, hoffe ich einfach, dass ihr es auch wertschätzt, dass wir halt auch so kommunizieren in so einem Film. Buttercup 3248 schreibt, Obdachlose und Junkies als das größte Problem darzustellen, finde ich sehr klassistisch und auch realitätsfern. Auch, finde ich, sollte der Fokus von Gewaltprävention nicht draußen, sondern drinnen liegen, in der Familie, zu Hause, im Freundes- und Bekanntenkreis findet die meiste sexualisierte Gewalt statt. Es muss sich gesamtgesellschaftlich was ändern. Sprechen wir also erstmal über das draußen drin. Ja, ich habe auch im Film selber das Beispiel mit Vergewaltigungen gebracht, also angezeigte Vergewaltigungen im Jahr 2022. Da kann man nämlich in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik was zum Thema Täter-Opfer-Beziehungen finden und sieht, dass nur in ein Sechstel der Fällen die Täter-Opfer-Beziehung ungeklärt ist oder dass nachgewiesenermaßen sie sich nicht kannten. Heißt umgekehrt, in 5/6 der Fällen, also in einem überwiegenden Teil der Fälle, gab es ein kollegiales, freundschaftliches, familiäres Verhältnis. Heißt also auch viele zum Beispiel eben sexuelle Vorfälle finden im vertrauten Umfeld statt. Zu Hause, auf Arbeit, mit einem Kollegen, nach einem Barbesuch oder so. Und das finde ich eben doch wichtig, transparent eben zu machen, dass eben viel zu Hause passiert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Vorfälle, die gar nicht erst angezeigt werden, zum Beispiel sowas wie bedrängt werden in der U-Bahn, was dann auch nicht immer so richtig strafbar vielleicht ist, ja, sondern so unangenehme Situationen. Und die finden dann natürlich viel wiederum draußen statt. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, zum Beispiel jetzt beim Thema von sexuellen Sachen, das so richtig in Zahlen immer zu fassen und so richtig valide zu sagen, wo passiert jetzt was. Aber ja, vermutlich kann man sagen, der Großteil findet zu Hause statt, habe ich auch im Film gesagt. Aber der Film legt seinen Schwerpunkt ja auf Angstorte und auf das Thema, meide ich bestimmte Orte, umgehe ich bestimmte U-Bahn-Stationen oder so,
weil ich mich dort fürchte. Und das thematisieren wir im Film auch, dass es was sehr Subjektives ist und dass es nicht immer unbedingt von Zahlen oder sowas gedeckt ist, sondern dass Menschen an bestimmten Orten Angst haben. Und jetzt kann man sagen, das nimmt man da nicht so ernst, weil Angstorte sind eben oft keine Gefahrenorte. Aber das hilft ja auch nicht, weil offensichtlich gibt es ja eine große Angst bei vielen Menschen. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und andere Filme, die wir aber auch schon gemacht haben, zum Thema häusliche Gewalt oder weiß nicht, sexuellen, weiß nicht, Revenge-Porn-Sachen gegenüber seinen Ex-Partner, Partnerin oder was auch immer. Also diese Sachen finden auch alle statt. Darüber berichten wir auch. In dem Film ging es jetzt halt aber einfach um die Sachen in der Öffentlichkeit. Genau, trotzdem ein guter Hinweis. Das mit den Obdachlosen und du hast hier geschrieben Junkies, ein Begriff, den wir jetzt eigentlich ungern verwenden, einfach weil ein Junkie Junk für Müll drin steckt. Genau, dazu würde ich jetzt gleich mal im nächsten Kommentar antworten, weil das Thema da auch nochmal abgedeckt ist. Das ist dann auch die fundamentale Kritik, würde ich sagen. Valerie Portmann 673. Liebes Y-Kollektiv, ich bin momentan wirklich Fan von euren Projekten und Videos. Aber dieses Video geht, wie schon oft betont, völlig am Thema vorbei. Ich kann mich an keine angstbesetzte Situation mit obdachlosen oder suchtkranken Menschen erinnern. Vielleicht ist es manchmal etwas unangenehm, aber Angst ist es nicht. Mit betrunkenen Männern hatte ich allerdings schon viele Angstsituationen, die auch nicht nur mit Unwohlsein zu tun hatten, sondern reale Bedrohungen waren. Ich finde es gemein, wie das Thema auf die Suchtkranken und Obdachlosen abgeladen wird, obwohl diese Menschen meiner Meinung nach nicht Teil des Problems sind. Ich hoffe, ihr könnt diesen Eindruck in diesem Video noch etwas korrigieren oder vielleicht ein Follow-up dazu machen. Dafür ist das Q&A jetzt da und auch vielleicht müssen einzugehen. Follow-up muss man mal gucken. Ja, ich denke, wir haben im Film nicht klar genug den Fokus von dem Film irgendwie klar gemacht, weil wir halt, dass wir nicht klar gemacht haben, weil wir das ein bisschen vom Framing her beim Titel und auch mit der Szene mit Sophia so eröffnen, wie generell so Angst und Sicherheit an öffentlichen Orten und was passiert einem alles nachts und dass viele Menschen da Angst haben. Obwohl ich eigentlich von der Recherche und von dem, was im Film passiert, mich eigentlich nur um Angstorte gekümmert habe. Also jetzt nicht die ganzen betrunkenen Männergruppen oder Männer, die irgendwie in den U-Bahn Frauen irgendwie belästigen, sondern eigentlich ging es mehr um diese Orte an sich. Und das sind eben sehr oft Bahnhöfe, das zeigen auch viele Studien. Also wenn man Leute fragt, wo haben sie Angst, dann sind das sehr oft Bahnhöfe und Vorplätze von Bahnhöfen. Und Angstorte sind aber nicht gleich Gefahrenorte, zeigen auch Studien, dass diese Angstorte, wo Leute irgendwie ja, Angst vorhaben, dass da nicht unbedingt die Kriminalität höher ist oder dass Menschen dort gewaltmäßig oder so mehr was passiert. Das stimmt eigentlich gar nicht. Oder es kommt auf den Fall darauf an. Angstorte werden aber eben zu Angstorten und das gibt es auch Befragungen, zum einen wegen dem Umfeld dort, baulich, Licht, Dreck, Graffitis und so weiter und zum anderen wegen Leuten, die dort abhängen. Und Leute, die dort abhängen, sind nun mal meistens Obdachlose und suchtkranke Menschen. Dadurch, dass Orte dann als Angstorte empfunden werden, führt es dann zum Beispiel dazu, dass sich dann dort weniger Frauen bewegen, dass sich da vielleicht generell nachts weniger Menschen bewegen, die nicht betrunken sind und so weiter, weil die dann diese Orte meiden. Und dadurch werden vielleicht diese Orte auch irgendwie gefährlicher oder gruseliger oder sowas. Kommt auf den Einzelfall drauf an. Aber die Orte werden erstmal durch die Menschen, die sich dort aufhalten, zu Angstorten. Und das zeigen eben auch Befragungen, dass es dann eben oft, ja, zum Beispiel Suchtkranke sind. Von denen muss dann ja nicht die Gefahr ausgehen. Das Ding ist ja, betrunkene Männergruppen oder so, denen kann ich ja überall begegnen. Schon in der U-Bahn, aber auch auf irgendeiner Straße oder so oder in einem Park oder wo auch immer. Das kann quasi eigentlich ja überall sein. Natürlich bewegen sich irgendwie feiernde Menschen, betrunkene Leute dann vielleicht auch viel an Umsteigebahnhöfen oder so. Aber sozusagen die spezifische Frage war halt hier, was ist mit diesen Angstorten? Ja, und kann ich die zumindest irgendwie sicherer machen? Kann ich da das Gefühl von Menschen irgendwie besser machen? Und können wir vielleicht auch die Menschen, die sich da bewegen, ein bisschen aufeinander zugehen, uns gegenseitig verstehen? Können wir verstehen, wie es den Suchtkranken geht, warum vielleicht da gerade mehr abhängen oder warum die vielleicht ein bisschen lauter sind. Und das hat gar nichts mit meiner Sicherheit zu tun.
aber dass ich mich vielleicht an dem Ort wohler fühle, weil ich ein bisschen mehr checke, wie geht es den Menschen da und mich an dem Ort ein bisschen sicherer fühle. Das Thema mit, was ist mit betrunkenen Männergruppen, was ist mit Catcalling, was ist mit Männern, die sich in der U-Bahn bedrängt neben einsetzen, ist eigentlich nochmal ein anderes Thema. Und ja, die Frage ist jetzt, kann man diese Themen wirklich genau voneinander trennen? Kann man natürlich nicht, die fließen ineinander über. Hätte ich es irgendwie textlich klarer machen müssen? Ich denke, der Punkt ist, sobald man generell das Thema Angstorte und Sicherheit aufmacht, öffnet man quasi so ein bisschen die Büchse der Pandora. Es gab auch viele rassistische Kommentare, die dann nur das sozusagen auf die Einwanderung irgendwie schieben. Den Menschen würde ich nur empfehlen, mit Frauen zu sprechen, die sich im Jahr 2010 in der Öffentlichkeit bewegt haben. Ich glaube, es ist nicht so, dass das Thema irgendwie sexuelle Belästigung jetzt irgendwie neu wäre. So, das gab es auch vorher schon. Aber gut, gegen diesen Rassismus wird man eh nichts machen können. Der wird eh durch solche Themen getriggert. Aber es gab natürlich auch ganz viele sehr ernsthafte Kommentare, ne, die sich eben darüber aufregen, dass wir das jetzt auf Suchtkranke und Obdachlose geschoben haben. Und da will ich wirklich nur noch mal klar machen, ich wollte nicht die wirklichen Übergriffe, Anfeindungen oder was auch immer Obdachlosen, Suchtkranken in die Schuhe schieben, sondern es ging wirklich nur um deren Präsenz an solchen Orten und warum solche Orte oft als gruselig wahrgenommen werden. Ja, das war der Fokus und das kreide ich mir und uns schon noch an, dass wir diesen Fokus nicht vielleicht klarer gemacht haben und deswegen wahrscheinlich auch viele Erwartungen bei dem Video so ein bisschen enttäuscht haben. So. Gleichzeitig hoffe ich einfach, dass ihr die neuen Sachen irgendwie auch wertgeschätzt haben, dass man mal mit Obdachlosen zum Beispiel darüber spricht, wie sie das Sicherheitsthema wahrnehmen, dass man das Thema, dass Crack auf dem Vormarsch ist und was das auch für Auswirkungen hat mit den, was das mit den Menschen macht und wie sie auch in der Öffentlichkeit dann wirken, suchtkranke Menschen, dass das irgendwie was war, was ihr mitgenommen habt. Und dass wir einfach versuchen, bei den nächsten Filmen das einfach klarer zu machen, worum es geht, von Anfang an mehr berücksichtigen, was für Fragen eröffnet man noch damit. Aber am Ende kann ein Film nie alle Fragen beantworten. Ne? Und von daher vielen Dank für die Kritik. Ich muss auch sagen, ich glaube im Nachhinein, es war nicht der allerbeste Film, den ich jemals gemacht habe. Aber er war auch nicht scheiße. Da war, glaube ich, viel drin, was interessant war. Und trotzdem finde ich cool, dass ihr halt eure Kritik immer so direkt auch ansprecht und sagt. Und dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und es allesamt versuchen beim nächsten Mal einfach besser zu machen, in den Kommentaren menschlich bleiben und vielleicht den Rassismus weglassen. Und wir versuchen, guten Content zu bieten. Genau. Und dann jetzt viel Spaß in der Mediathek in Zukunft oder immer ein paar Wochen später hier auf YouTube. Ciao, ciao.